Es war die große Sehnsucht nach Freiheit, nach Erkenntnissen und Intensität. Ich sehnte mich nach Antworten auf Fragen. So suchte ich vor einiger Zeit Abenteurer auf. Alle sind sie Langzeitreisende und erschufen für sich eine neue Art zu denken und gewannen einen ganz anderen Blick auf die Welt. When I came back from that first trip, that I really had a grip on what was significant about life and what was really important. Reisen ist eigentlich die beste Schule des Lebens und weitet den Blick. Man lernt, dass man vieles kann. Grenzen, die man gedacht hat, die da sind, gar nicht echt sind. Weil ich so immer enorm viel Erfahrung gemacht habe, die in einem normalen Leben 80 Jahre wären, aber bei mir halt der Speicher so voll ist, dass es eben weit mehr ist. Dass ich uralt geworden bin und sehr reich geworden bin. Bis ans Ende der deutschen Grenze habe ich bildlich gesehen geheult. So eine Floskel, die Welt gehört uns, beschreibt's echt gut. Eine einzigartige Entscheidung. Sie stellen sich der Ungewissheit.